Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und wie ihr seht, das Gebäude, der Park, nimmt langsam Form an. Wir haben jetzt hier so eine Art, wie soll ich denn sagen, wie so Mauer für Trennen außen innen. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir jetzt hier eine kleine Palme. Die haben wir ja jetzt auch ein bisschen erweitert. Und der Gorilla wurde auch ein bisschen überarbeitet. Das an den Schultern und alles, aber ja, auf der anderen Seite fehlt jetzt natürlich noch alles. Denn war kein Zombie, sondern es war nur ein Kaktus. So, soweit sind wir jetzt erstmal gekommen. Das Klohaus, es ist ja kein Klohaus. Die Starterbase muss auch noch umgedingst werden. Das gefällt mir da so nicht. Aber ich habe hier jetzt auch schon mal angefangen, wenigstens die erste Fläche zu begradigen. Und mir fehlt jetzt nur der Beton für die ganzen Innendingsen hier. Und wenn wir das alles auch betoniert haben, dann können wir nämlich hier anfangen mit Bauen. Jawohl, alles nicht so einfach. Weil die Sachen müssen erstmal gefarmt werden. Und die Sachen müssen die Schmieden und die Zementmixer erstmal zusammen pumpen. Genau, richtig. Deswegen gehen wir gerade mal gucken. Gut, Beton müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen schon haben. Ich habe jetzt mal zwei weitere Maschinen hierher gepackt. Und doch ein bisschen was ist es, ne? Vielleicht kriegen wir ja die mittlere Hälfte noch voll. Gut, aber da will ich gar nicht jetzt erstmal so machen, sondern wir wollen heute was anderes gucken. Da haben wir noch solche. Die Türen brauchen wir. Die Rahmen nehmen wir mal mit. So, 500 Rahmen müsste hoffentlich schon reichen. Genau, Essen trunken habe ich vorher gerade. Farbe wollte ich. Genau, das wollte ich doch. Pinsel. Warte mal, die können wir mal. Oh, ich bräuchte schon wieder welche, ne? Ich verbrauche da viel zu viel. Wo ist ein Pinsel? Ich hatte doch... Da ist ein Pinsel. Sehr gut. Dann könnte man nämlich einmal, weil ich jetzt gerade sehe, dass wir hier eh noch... Oh, nee, warte mal. Wir haben ja da drin einen schönen Grill gebaut. Und dem könnten wir... Obwohl, so braune Ziegel sind eigentlich schon ganz hübsch, ne? Eigentlich. Und ich befürchte nämlich, dass ich die alle nochmal weghauen muss, um da drunter anzupinseln. Was nehmen wir denn? Was ist das denn? Nee, das will ich nicht als Boden haben. Was haben wir denn schönes zur Auswahl? Wo sind die schönen? Die da. Die da hätte ich, glaube ich, gern. Immer das Gleiche, ne? So, aber die da unten kriege ich nicht angepinselt, richtig? Richtig. Auch nicht mit viel... Doch. Nee, aber die da drunter, die kriege ich nicht angemalt. Stimmt's? Einzelpinsel vielleicht? Nein. Okay, das heißt, ich brauche mehr von dem... Das ist, wenn man sich selber einen Zäun in den Weg baut. Das kann man noch nicht machen. So, lass mal gucken. Habe ich... Waren die da dabei? Beim Möbel? Ich glaube, ne? Ich glaube. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube aber schon. Okay, dann nochmal zurück. So, haben wir hier durch so's. Muss ich die nämlich erst alle weghacken? Och Mann, aber ich wollte doch... Warte mal. Nein. Mach mal wieder volle Pulle. So, jetzt können wir nämlich noch nicht viel vermalen, sagen wir es mal so. So, dann kann ich nämlich genau... Wir können ja da, wo die Bänke stehen, andere Farbe benutzen. Einfach so, weil wir es können. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. So, hier schön alles anpinseln. Mach mal Licht aus. Viel zu hell hier. Und ich wollte mich eigentlich auch um den Waggon holen. Ich kann das Ding nicht aussprechen. Es ist so ein Alltagsding und ich kann es einfach nicht aussprechen. Ich wollte auch den Waggon. Waggon, genau. Den Waggon würde ich gerne auch dingsen, ne? Dekorieren. Anpinseln. Und ein bisschen fertig machen. So, okay. Dann würde ich sagen, Tisch Nummer 1 muss weg. So, wir könnten jetzt hier natürlich sagen... Aber das sieht auch blöd aus. Nee, sonst machen wir einfach ganz normale.
ganz normal. Ich hoffe, ich weiß gleich wieder, wo ich den hintings. Warte. Wir können das mal kurz raustun. Hier brauchen wir kurz den Picknicktisch. Und so war der, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Dann können wir hier den da weg... Ah, warte, falsches Ding. Den da wegdingsen. Anpinseln. Dran bauen. Ist halt immer schade, ne? Aber gut, das ist nur ein bisschen Holz, ein bisschen Nägel. Ist jetzt nicht so weiter schlimm. Und hierhin. Zack. Den da weg. Anpinseln und dran stellen. Perfekt. So funktioniert das. So. Anpinseln. Dran stellen. So, dann lass mal gucken. Jawohl, dann haben wir jetzt nämlich hier schön die Fläche. Das wird dann auch noch alles anders angemalt. Aber jetzt haben wir schon mal die Sachen. Jetzt wäre die Frage, sollen wir den so anmalen? Das wäre eigentlich auch ein schöner Grill, ne? So, vielleicht hier so die Unterschicht. Vielleicht so anmalen. Doch, ich glaube, mir gefällt das so eigentlich. Na, da muss ja nicht unten, wie unten unser Hochofen ausschauen. Das kann ja so ein richtig schöner Steindingsen sein, irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. So, jetzt machen wir hier erstmal alles in Ruhe an. So, das da auch. So, hier, dann da oben. Ich sehe gar nichts vor lauter Dampf. Wenn ich ehrlich bin. Der muss dann so angemalt werden. Der da. Müssen wir hier nach oben. Hier anmalen. Dann haben wir hier, glaube ich, jetzt alles, ne? Das ist alles angepinselt. Aber der Musik muss ich mal gucken. Nicht, dass ich hier jetzt wieder alle Zombies übersehe. Dann könnte man genau den einfach schön anmalen. Ich glaube, wir lassen das in dem Stein. Ich finde es eigentlich gerade richtig schön. So, die roten Ziegel wären natürlich auch cool. Aber ich finde, für hier draußen geht das vollkommen. Dann bauen wir hier aber sowas wie so eine Art Abzug. Würde ich sagen, machen wir hier wie unten. Ne, so ein bisschen, das wird dann irgendwo anders hingepumpt. Beziehungsweise, das kann ja auch, wir sind hier in der freien Welt. Also das kann auch. Jetzt habe ich da innen drin aber alles nicht angemalt. Eieiei, wie male ich denn das jetzt am dümmsten an? Gar nicht mehr. Okay, das hätte ich auch noch alles anmalen sollen, bevor. So das und das. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Dann hier den Boden. Dann hier die Seite. Da ist die Seite schon. Und jetzt hier innen. In der Mitte. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So, aber an und für sich. Genau, und hier noch innen. Perfekt. Wir haben alles angemalt. Leute, wir haben alles angemalt. Sehr schön. Wäre quasi der Grillplatz soweit erstmal fertig. Gut, dann können wir da reingehen. Ah, es hat geklappt, es hat geklappt. Und zwar würde ich gern den Boden behalten. Den matschen wir jetzt mal hier komplett. Nein. Den matschen wir hier jetzt komplett rein. Weil wenn ich halt dann hier Stühle hinstelle, ne, egal auf welche Art und Weise oder so, dann kann ich halt den Boden nicht mehr anmalen. Genauso wie jetzt bei den Picknick-Dingsen, geht halt dann einfach nicht. So, dann würde ich aber sagen, hier vorne ist ja dann quasi der... Nee, warte, das ist gerade das hier. Oder das hier. Das hier könnte man nehmen. Nehmen wir mal Einzelpinsel. Weil das hier wäre ja dann quasi, ne? Zu kalt. Genau, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Na, weil hier, das könnte man nämlich auch so machen. Dann sieht das alles so ein bisschen nach mehr aus. Na, nach mehr Zug als nach Holz. Das mache ich jetzt auch gerade hier noch schnell. Dann können wir das hier und das hier. Und dann nämlich auch hier so die Treppen. So richtig schöne Eisendingsen, dass da nach oben geht. Perfekt. So, dann hätte ich gern das Weiß. Und jetzt wird es nämlich... Warte mal, eigentlich bräuchte ich erst Glas, ne?
Eigentlich bräuchte ich auch jetzt Glas, aber ich habe kein Glas. Ich glaube, Glas haben wir alles verbraten. Müssen wir gerade mal in die Schmiede gehen und gucken, ob wir Glas machen können. So. Nein, ah doch, geht noch, okay, Gott sei Dank. So, einmal hier gehen. Genau, ich mache gerade Stahl eben für die ganzen. Sag's mir. Glas, 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 Glas. Kugelsicherer Block. 16 Stück nur. Ist ja nicht gerade viel, ne? Für die Fähnefalle zum weiter aus Dingsen mache ich nämlich auch gerade hier. Wunderschön Stahl, damit wir alles ein bisschen besser aufwerten können. Okay. Dann gehen wir wieder nach oben. So, wir sind wieder oben. Warte, warte, warte. Was wollte ich? Was wollte ich? Was wollte ich jetzt? Ah ja. Ja, genau. Okay, warte, warte, warte. Wir brauchen Holz. Wir brauchen tatsächlich einfach ein bisschen Holz. Ja, das ist viel zu viel. Ich mache jetzt einfach um die Farbe. Wir können es ja dann wieder rausdingsen. Aber einfach, dass die Farbe jetzt nicht komplett abhaut. Machen wir mal 100 Stück. Und tu mal das aufräumen. So. Dann kommen hier natürlich noch die Türen rein. Warte mal, habe ich? Weiß, habe ich gerade, genau. Nein, 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 nein. Ich komme heute irgendwie nicht mit der Steuerung klar. Erstmal hier weiß. Ne, da muss ich mit der Zeit die Gläser, aber ich tue jetzt einfach mal, wenn ich jetzt hier so mit großem Pinsel anpinsel, male ich auch die Räder an und so, und das will ich ja eigentlich nicht. Muss ich halt einfach die Ding mal wieder rausschmeißen und dann mit Glas ersetzen. Das wäre jetzt kein Problem. So, einfach nur hier. Jetzt probiere ich nämlich gerade. Wenn ich jetzt dahinter anmale, genau, dann male ich nämlich nur die Dinger an. Okay. So habe ich mir das gedacht. Aber wie gesagt, die Gitter bleiben nicht. Das ist einfach nur ein Farbstopp. Damit die Farb. Was machst du da, Mädchen? Was machst du da? Einfach nur ein Farbstopp. Und dann, wenn nicht genug Glas da ist, dann werde ich das immer mehr austauschen mit der Zeit. Und so, hier rein. Und hier mal rein. So. Perfekt. Nicht dunkles Wetter machen. Lass schön Wetter an, bitte. Das wäre ganz toll. Und da noch. So, nicht so schnell drehen. Dann geht das alles besser. So, perfekt. Na, aber jetzt kann ich hier halt sagen, zack, großer Pinsel. Einfach mal schön anmalen. Und dann laufe ich halt nicht Gefahr, dass ich irgendwie jetzt hier die Räder anmale oder wenn wir drüben anmalen, dass ich nicht den ganzen Bahnhof mit anmale und so den ganzen Kram halt. So, ne, so guck, da geht das viel einfacher. Kann ich einfach auf die Holzdingsen gehen. Sehr schön. Machen wir jetzt erstmal hier weiße Grundierung. Und dann wird bunt. Ah, siehst du, warte, 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 ich hätte die Tür zumachen sollen. Und ich hätte hier die Tür, oder ich sollte die Türen hier auch noch einziehen. Einmal, damit ich auch gleich hier nicht den anderen Waggon quasi anpinsel komplett. So, genau so. Nein, nicht den Boden vermatschen, Mädchen. Was machst du? So, zack, zack. Dann gleich noch die Decke. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da für eine Deckenfarbe im anderen. Im anderen Raum. So, weiß. Warte mal ganz kurz. Kopieren. Ich hoffe, die Farbe reicht. Nicht so, wie ich jetzt hier rummatsche einfach. Eieieiei. Sehen wir mal Türe kurz auf. Da habe ich dann schwarz genommen. Aber ich glaube, da war ich noch nicht ganz so glücklich. Kann das sein? Wir nehmen mal die schwarz. Sehen wir mal wieder zu. Okay, dann machen wir hier Einzelpinsel. Alles rundrum. Warte mal, was habe ich da jetzt für eine Decke? Ich wollte doch wegen der Decke auch gucken. Ach, da habe ich noch gar keine Decke, Ding. Ich habe da noch gar keine Decke. Ja. Gute Frage. Was machen wir da denn jetzt für eine Deckenfarbe rein? Nur weiß oder.
ganz schwarz. Ich weiß gerade gar nicht. Ich würde gern. Oder wir machen hier schwarz rein. Schwarze Deckenfarbe würde eigentlich auch passen. So, ich hätte halt gerne auch ein bisschen. Nein, nicht so viel Dingsen. Mensch, Mädchen. Ich hätte halt gerne. Warte, erstmal die Türe zu. Zack, schwarz. Machen wir die jetzt gerade mal einzeln. Ich hätte auch gern blau mit drin. Mal gucken, wie wir das dann alles noch anstellen. Bin mir selber noch gar nicht sicher, ne? Es wird auf jeden Fall kunterbunt wahrscheinlich. So. Ja, dann, ja, finde ich okay. Hätte ich jetzt auch auflassen können. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier auch so machen, genau. Dann gehen wir hier eher so in die Mitte, dann macht er nämlich eine viel größere Fläche. Dann wenn man quasi eins, zwei, wenn man hier so in der Mitte in dem Kreuzkreuz ist, dann macht er halt so eine richtig schöne große Fläche. So, Einzelpinsel. Und die ganze Variante noch zu machen. So, machen wir das mal schnell. So, perfekt. Und jetzt nur die ganzen Fensterchen. Ja, dann macht das auch egal. Dafür sind die Holzdinger ja da, ne? Um genau das zu verhindern, dass wir irgendwas Falsches anmalen. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles. Jetzt ist nämlich die Frage aller Fragen. Machen wir hier die Tür nochmal zu. Ich hätte jetzt gern. Warte mal, ich hätte jetzt gern auch blau. So, warte, ist hier doch das Schwarz angemalt. Das reflektiert so und spiegelt so. Also ich hätte jetzt aber gerne. Was hätte ich denn jetzt gerne? Ich hätte gerne. Ich habe keine Ahnung, was ich gern hätte. Dass man vielleicht sagt, da wo die Fenster sind. Machen wir so. Wäre aber eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht. Warte mal. Dass man quasi, wo die Fenster sind, so ein blaues Ding reinziehen. Dass man einfach so ein paar Farbkleckse haben. Ich weiß es auch. Doch, wäre aber eigentlich vielleicht gar nicht mal so hässlich. So vielleicht. Einfach mal austesten. Weil ich habe ja sonst, damals hatte ich immer so auf dieser Höhe diesen Streifen drin. Aber ich möchte halt mal ein bisschen was anderes. Ne, deswegen hier nicht den Streifen so, sondern das einfach mal so bei den Fenstern. Und ich glaube, das wäre dann nämlich hier zum Beispiel so der Rand. Dann wäre da ein bisschen Farbe drin. Ich glaube, so machen wir das auch. Na, im Zug ist es ja jetzt dann nur so. Bei dem Freizeitpark, dann weiß ich noch nicht so richtig. Ich glaube, der wird einfach nur kunterbunt. Ich glaube, der wird echt einfach nur kunterbunt. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Wir müssen dann erst nochmal gucken mit der Farbe. Genug Farbe herstellen, genug Chrysanthemen anpflanzen. Auf jeden Fall wird das noch ganz viel Arbeit. Definitiv. So. Aber jetzt haben wir das hier mit der Farbe. Und sehr, sehr cool. Und was man dann machen könnte. Und deswegen ist es jetzt gut, dass wir hier draußen die Fenster drin haben. Dass man dann sagt, okay, guck, wir machen das jetzt außen. Genau das Gleiche. Ne, dass der Zug hier quasi blau ist. Auf diesen Höhen. Und auf den anderen Höhen. Es ist eine gute Frage. Macht man den dann? Ah, warte. Hier unten, genau. Mama, mach mal da auch da. Da. Dankeschön. Was wollte ich hier? Achso, macht man den außen auch weiß? Oder eher eine andere Farbe? Ne, so halt dann, dass man so ein bisschen, ich habe keine Ahnung. Einfach ein bisschen bunt. Ein bisschen mit Farbe. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Oder dass man halt dann sagt so... Nee, rostig passt jetzt nicht wirklich. Weil wir sind ja nicht in einem Gammelzug unterwegs. Warte mal, ich glaube Stoffvorhang war das... Nee, warte, ich will schwarz. Wir müssen auch nicht jeden Waggon gleich anmalen. Aber so, dass der dann so komplett schwarz ist quasi.
Ja, außer jetzt halt das Rad, ne? Und dann innen aber dann schön weiß und irgendwie so auf die Art. Das muss weg, das muss dran. Aber das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Irgendwie, irgendwann. So, und jetzt fängt es eigentlich an. Jetzt müssten wir eigentlich uns um die Ding kümmern. Und jetzt ist der Tag eigentlich schon wieder rum, ne? Verdammt. Möbel. Warte mal. Wo sind sie denn? Nägel. Nägel. Holz haben wir nämlich. So, lass mal gucken. Aber doch, wenn man so reinkommt, dann ist es schon bunt. Der soll ja einen eigenen Charakter haben, quasi. Jetzt ist halt die Frage, setzen wir jetzt Ledersofa hin? Warte mal, könnte ich denn Ledersofa hier so machen? Mit Leder natürlich noch. Leder, Leder. Gib mir Leder. Vielleicht schaffen wir noch ein bisschen was. So, Leder, Ledersofa. 50 Stück. Dann machen wir 50 Stück. Oh, meine Nägel sind alle weg. Hui, 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 hui. Okay. Platten. Platten könnte ich ja mit Reaver Frames machen. Genau. Machen wir ein bisschen schneller hin hier. Oder ob wir eben sagen, wir machen... Jetzt kommt es halt drauf an von der Größe hier. Gibt es die Dinger nicht auch in... Nein, die gibt's nicht. So ein Käse. Okay, dann bräuchten wir die da. Und hiervon. Wie wir halt in Asgard auch immer die Sitze gemacht haben, dass wir sagen, wir machen die Sitze quasi so auf diese Art und Weise. Das ist aber halt dann das Problem. Warte mal, wenn wir jetzt hier einen hinsetzen, frei einen hinsetzen. Das sieht, glaube ich, aber nicht so doll aus. Und Ledersofa, denke ich, ist halt echt zu niedrig vielleicht tatsächlich. Lass mich mal gucken. Obwohl... Wir könnten das eigentlich so machen, müssten aber mit Platten dann so ein bisschen erhöhen. Das wäre noch eine Möglichkeit. So, okay, da muss ich jetzt gerade mal gucken. Immer gucken, gucken, gucken. Also, wir hätten dann Stuhl, frei, Stuhl. Das ist aber ein Problem. Und dann frei, Stuhl. Das haut so nicht hin. Was ist, wenn wir... Nee, das klappt so nicht. Oder wir machen Stuhl und Tischchen und dann Stuhl. Oder aber wir machen einfach eine komplette Reihe Sitze. Wir fahren in die Richtung, glaube ich. Genau, hier ist die Lok. Das bedeutet, wir können auch einfach sagen, alle in die Richtung. Stuhl, frei Stuhl, frei Stuhl. Das wäre dann vielleicht noch besser. Machen wir mal hier hin, Kofferarea. Dann fangen wir hier an. Stuhl. 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 Der hat leider kein Fenster. So. Dreh dich. Dann könnte man hier am Fenster vielleicht eine Reihe so machen. Dann... Komm, ich brauche mehr Stühle. Gib mir mehr Stühle. Und die sind so hässlich. Kann ich die nicht auch einfach anmalen? Ich hätte gern schwarze. Finde ich voll traurig, dass wir die nicht mehr haben. Okay, geht aber nicht. Dann machen wir hier mal kurz... Nee, warte. Das geht ja dann auch mit Platten. Mit Reaver-Frames. Platten. Noch ein Stühlchen. Sehr gut. Hierchen. Und dann quasi, dass die auch ein bisschen, ne, Platz haben. Eine Privatsphäre. Kriegen die jetzt hierhin. So eine kleine Wand. So. Und um einfach den Stuhl größer wirken zu lassen, auch wenn es überhaupt nichts bringt. Dann kommt hier einer hin. So. Weil auch da trennen. Jetzt muss ich nur gucken. Ich glaube hier... Warte mal. Wir bräuchten das gleiche dann auch auf der Seite. Wie viel Platz wäre denn da dazwischen? So. Hier hin. Das bedeutet, hier kann noch einer und hier könnte noch einer hin. Gib mir mal noch eine Bank, bitte. Das wäre ganz toll. Gib mir noch eine Bank. Komm schon. Komm schon. Ich will die jetzt. Ich will noch eine Bank. Jetzt da. So und so. Dann kann man hier nämlich trotzdem schön durchlaufen. Und hätte dann hier aber halt eben
Das ist so dieses Zuggefühl oder irgendwie so. Und dann kann man da so durch und ja. Ich glaube, das machen wir und jetzt ja. Wieder ganz toll. Das heißt, ich könnte jeden Ledersessel hier wieder abreißen, weil ich kann dir da gar nicht anmalen. Stimmt's? Warte, warte, warte. Wir brauchen das hier. Dann andingsen, aufwerten, meine ich. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Ich kann es natürlich nicht anmalen. Nein! Das heißt, alle die Sessel alle nochmal wegdingsen. Ha. Und die da auch. Okay, das ist ärgerlich, aber was will man machen, ne? Was will man ja machen? So, dann hier so, da kommen dann Koffer hin. Und dann kann man hier eben schön durch. Okay, so wird das Ding auf jeden Fall gebaut. Und ich muss jetzt erst nochmal abwarten, bis wir mehr Ledersessel haben. Das muss ich alle nochmal abreißen, alles aufwerten, anmalen und wieder dran bauen. Sehr, sehr gut gemacht. Na gut, dann sage ich aber schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.